Gemeinsam das Priesterjubiläum feiern ohne Einschränkungen, das war in den vergangenen Jahren nicht immer möglich. Umso bedeutender ist es für die vielen Geistlichen aus den unterschiedlichsten Ecken des Bistums, dass sie diese Zeit hier in St. Ottilien gemeinsam verbringen dürfen. Ganz gleich, ob sie nun vor 25, 40, 50, 60 oder 65 Jahren zum Priester geweiht wurden, sie alle verbindet ein gemeinsamer Weg mit Gott. Bischof Bertram gab den Jubilaren mit auf den Weg, glaubwürdige Zeugen in der Nachfolge Jesu zu bleiben. Ich denke, dass es für einen Bischof wichtig ist, sich in die Mitte seiner Priester zu stellen und aus der Mitte heraus zu fragen, was ist selbst meine Mitte? Und das ist die Jesusfreundschaft. Ob das ein junger Jubilar ist, ein Silberjubilar oder einer, der 65 Priesterjahre schon hinter sich hat, wir sollen Jesusfreunde sein, mit allem Auf und Ab. Der Gottesdienst in der Klosterkirche der Erzabtei ist an diesem Donnerstagmorgen Höhepunkt und zugleich feierlicher Abschluss einer gemeinsamen geistlichen Woche. Denn die Priester haben bereits die letzten Tage in St. Ottilien miteinander verbracht. Sie haben dabei mit Erzabt Wolfgang Oechsler auch auf die vergangenen Jahre im Dienst Gottes geblickt. Ein wichtiger Punkt war auch so der rote Faden in unserem Leben. Also so zu schauen, so nach 25, 40, 60 Jahren, was zieht sich so für einen roten Faden durch mein Leben? Und habe das verbunden mit dem Musikstück der Moldau, die von der Quelle bis zur Mündung. Und das war eigentlich sehr schön, weil die Einzelnen so erkannt haben, ja, manchmal erkennt man den roten Faden erst im Nachhinein, auch gerade bei so Jubiläen. Und dann wurde nach dem Gottesdienst gleich weiter gefeiert, im Exerzitienhaus von St. Ottilien. Im Mittelpunkt stand die Begegnung, das Wiedersehen mit Freunden, alten Bekannten und Weggefährten. Wir treffen uns selten. Die Diözese Augsburg ist groß, ja. Und jeder hat eigene Aufgaben, eigene Pfarrei. Bei Exerzitien, bei Priestertreffen in Karwoche, ja, da trifft man sich schon heute auch. Ich habe Gesichter gesehen, die ich habe 10 Jahre nicht gesehen. Insgesamt gilt für mich, Seelsorge ist ein sehr schöner Beruf, weil man sehr viel mit Menschen zu tun hat und vor allem auch Menschen einem viele persönliche Dinge und Sachen erzählen, sodass man dabei eigentlich oft das Gefühl hat, man ist nahe bei den Menschen. Und das war immer mein wichtigstes Anliegen. Ich bin für die Menschen geweiht und nicht, dass ich irgendwie eine besondere große Aufgabe darstelle. Es ist zunächst einmal ganz große Dankbarkeit für die vergangenen 25 Jahre. Ich kann es kaum glauben, dass sie schon vorüber sind. Ich habe immer diese Bilder jedes Jahr gesehen im Juli von St. Ottilien und habe gedacht, das ist noch weit weg von mir und jetzt bin ich selber drauf. Aber ich bin auch gleichzeitig froh, zusammen mit den Mitbrüdern zusammen zu sein, mit den unterschiedlichen Jahrgängen, dass wir heute mit unserem Bischof zusammen in der Eucharistie Gott danken konnten. Ich denke, der Zeit ist gegangen schnell und ich erinnere mich von dieser großen Freude, Dienst für die Menschen zu machen in meiner Heimat in Kolumbien, wo ich war Priester 3 Jahre. Danach bin ich nach Europa gekommen. Und habe ich eine wunderschöne Erfahrung in diese 22 Jahre in Europa gesammelt. Diese Pfarrer, Ordenspriester und Ruhestandsgeistlichen sind es, die stets ein offenes Ohr haben, den Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen und damit für ihren Glauben Zeugnis ablegen. Das Versprechen, ihr Leben ganz in den Dienst Gottes zu stellen, haben diese Männer bei ihrer Weihe zum Priester gegeben. Der Tag der Priesterjubilare gibt die Gelegenheit, auf die seither vergangene Zeit zurückzublicken. Aber auch die Möglichkeit, mit Zuversicht nach vorne zu schauen. Die Gemeinschaft der Geistlichen gibt Kraft dafür.